Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Im heutigen Video werden wir uns das neue Update vom Pet Simulator X ein bisschen genauer anschauen und auf das neue Feature eingehen. Die neuen Eggs öffnen und am Ende des Videos verschenke ich zwei neue goldene Pets. Das ist der derzeitige Stand, den ich seit dem Update erreichen konnte. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon Legendary in Rainbow? Nun möchte ich auf das neue Feature eingehen, was meiner Meinung nach ziemlich cool ist und ich konnte auch schon das zweite Ziel erreichen. Leider erkennt das Spiel nicht die gesammelten Pets, die man zuvor hatte, dennoch erreicht man ziemlich schnell die erste Stufe, um ein Pet zu tragen. Für das dritte Ziel benötigt man 350 Pets, was meiner Meinung nach schon ziemlich viel ist, aber hey, kostenlos gibt es natürlich nichts. Nun werde ich einige von den neuen Eggs öffnen, mal schauen, was dabei rauskommt. Dann schauen wir mal, was wir alles bekommen haben. Drei Legendaries. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Leider immer noch kein Mythic, aber dennoch haben wir einiges zum Upgraden jetzt. Dann lasst uns alles einmal upgraden, um zu schauen, was wir am Ende dabei rausbekommen. Oh,
Dann schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Auch ohne viel Robux auszugeben, kommt man sehr weit in diesem Spiel. Ich habe mir nur einen einzigen Game Pass geholt, den ich jedem nur ans Herz legen kann. Ein Game Pass, der mir definitiv ins Auge gefallen ist, aber meiner Meinung nach viel zu teuer ist, ist der Plus 15 Pets Game Pass. Nun zu meinem Giveaway. Erreicht dieses Video heute noch 100 Likes, werde ich ein Empyrean Stallion in Gold und ein Empyrean Snake in Gold verschenken. Schreibt dazu einfach einen Kommentar unter das Video. Solltet ihr das Video gefallen haben, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Bot Jay.